Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ich bin's, der Black. Mit der Mackie natürlich unterwegs, die hier in einer leicht defekten Powerrüstung noch durch die Gegend stiefelt. Aber ja gut, was muss, das muss. So, wir wollen zu Saugus Hochofen. Weil wir suchen einen Typen und ein Schwert. Und ich hoffe mal, dass ich beides hier drin finde. Wenn nicht, dann ist das doof. Ah doch. Wenn sie versucht abzuhauen, töte sie. Du musst ziemlich stark sein, wenn du es hierher geschafft hast. Ja. Das war einfach. Die meisten von ihnen waren es gar nicht wert, geschmiedet zu werden. Siehst du, Jake, hier ist jemand, der meine Zeit wirklich wert sein könnte. Nicht wie du. Sie werden mich töten. Ich hab dir alles gebracht, was du wolltest. Dinge von deiner Familie zu stehlen, beweist nicht deine Stärke, Junge. Allerdings könntest du mit diesem wunderbaren Schwert, das du mir gebracht hast, noch eine letzte Chance erhalten. Töte den Gefangenen und zeig mir, dass du doch zu was Nütze bist. Du hast gesagt, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Die Leute sind keine Gefahr für uns. Zeig mir, dass du töten kannst. Entweder du oder er. Oh Gott, was soll ich tun? Ja. Geh weg, Jake. Das musst du nicht tun. Bitte, lass mich gehen. Du hast recht, Jake. Ich will das nicht tun. Ich will nicht zu den Geschmiedeten. Ich will nur nach Hause. Letzte Chance, Jake. Wenn du ihn nicht tötest, wirst du nicht reizen. Ach so, ich komme. Wo ist denn jetzt der Typ da oben? Da hinten. So, der ist hin. Ist schon tot. Lass mich mal hin, ich muss hier auch mal ein bisschen schießen. Das kann ja wohl nicht sein, hier, dass Slack hier einfach hier rumeiert und so und uns hier verhaut und so. Nee. Mach ich die ganze Zeit hier. Ich mach's nochmal, Junge. Ich mach's nochmal. Zu einfach. So, gucken wir mal. Vielleicht hat's ja der Jake und überlebt. Dann können wir dann auch zurückbringen. Auch wenn sein Vater ihn nicht unbedingt zurück will. Dönermesser. Ist ja cool. Dönermesser. Tolles Schwert. Gefällt mir. Aktuelle Mods? Keine. Enter nehmen. Drachenschlüssel, Torso. Torso plus Raider Power Rüstung, linke Arm, linkes Bein. Weißt du was, ich nehme das Zeug mal mit. Mal gucken, wie viel ich davon noch verwenden kann. Waffen, Kleidung. Okay. Strong. Hey. Ja, man. So, handeln. Meine Waffen. Meine Waffen, brauchst du irgendwas, was... Ja, komm, das Dönermesser könnte ich dir geben. Wo ist denn das? Achso, das habe ich gerade nicht. Okay, schade. Ich dachte. So, den Torso... T45F Torso, der ist, glaube ich, zerlegt. Das kannst du kriegen. SB3T linke Arm kannst du auch kriegen. Alles, was jetzt eigentlich ausgeschalten ist, kannst du kriegen. Okay. So. Ansonsten, hier... Blutprobe, Haarklammer, Liebe, Leben. Nee. Munition, Inventar, Waffen, Kleidung. Mensch. So, du hast ein bisschen was. Gammler Outfit, Laserpistole brauchen wir nicht. Schlagring, Impro. Ich guck mal, ob der Typ da überlebt hat. Flammenwerfer brauchen wir auch nicht. So, erstmal hier. Gefangenen befreien. Kostenlose geteilte Gegenstände befreien. Hallo. Vielen Dank. Ich dachte, ich würde da sterben. Aha. Okay. Wen haben wir hier? Geschmiedeter? Jake? Jake hat's überlebt? Da hinten steht er. Okay. Hey. Warte. Tut mir leid, ich hab's vermasselt. Ich war in Panik. Naja. Was hast du überhaupt bei den Typen gemacht? Ich dachte, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Und... ich könnte für meine Familie sorgen. Ich weiß es nicht. Gott, mein Vater hat recht. Ich bin so ein Idiot. Ich sollte wohl versuchen, zu Hause alles ins Reine zu bringen. Ich habe zwar kein Recht, dich darum zu bitten, aber wenn du mir beim Erklären hilfst, dürfte es mit meinem Vater einfacher laufen. Wenn du ihm das Schwert meines Urgroßvaters bringst, wird sich das für dich lohnen. Er versucht immer fair zu sein. Ich warte an der Überführung in der Nähe der Farm. Trifft Jake mit dem Schwert bei der Farm. Okay, kriegen wir hin. Müssen nur halt irgendwann mal rausgehen. So. Das heißt, wir haben es endlich geschafft. Wir können hier raus. Und natürlich helfen wir ihm letzten Endes. Er wollte. Wahrscheinlich hätte er getötet, wenn wir es ihm gesagt hätten. Aber
Er wollte nicht, er war unsicher und er hat es eben auch gelassen. Das schon allein, das spricht doch dafür, dass er auf jeden Fall eine Chance verdient hätte. Nicht nur von uns, sondern halt auch von seinem Vater. Klar, es war ein Fehler, klar, er weiß es aber. Und ja, er sieht es ein. Und ja, eigentlich wollte er nur für seine Familie sorgen, aber okay. Fängt wahrscheinlich bei jedem Raider so an. Und irgendwann stumpft man dann ab. So, okay. Abwärts. Bom. Da fliegt ein Kopf. Ach, sag bloß, hier ist noch einer. Strong machst du, ne? Hier runter. Okay. Da vorne ist ein Tor. Da können wir ja mal durchgehen. Lalalalalalala. Tor off. Und hier entlang. Wir kriegen das schon gebacken. Die Jungs und Mädels. Strong, kommst du? Ich nehme an, der fightet gerade, aber das soll mir jetzt erstmal zweitens sein. Hey, warte mal, ist das hier? Was ist in dem kleinen Häuschen drin? Würde mich schon noch interessieren. Gucken wir mal, finden wir noch was? Oh, kleiner Flammenwerfer. Geht auch wieder aus. So, okay. Wir haben Schrotpatronen, okay. Das hat sich ja voll gelohnt. Warum machen die hier so eine Falle rein? Voll bescheuert. Will ich das Ding eigentlich abschießen? Nein. So, Strong ist auch wieder da. Das ist, freut mich doch. So, und da hinten ist auch schon wieder Action. Ah, warte mal, ich krieg hier eine Krise. Ich komme hier nicht. Nicht fair. Ich krieg hier echt die Krise. Schnell, schnell, schnell. So, hier hinten. Abgeschlossen, trifft dich mit dem Schwert bei Jake mit der Farm. Okay, aber erstmal muss ich hier für Ordnung sorgen. Sonst gibt es ein Problem. Das war der Siedler? Scheint so. Aber hier hinten ist immer noch was los. Oh, verdammt, was ist denn hier los? Noch ein Bot. Verdammt, hier geht's ab. Ach, ey. Da ist noch dran. Gut, das freut mich zu hören. Junge, ich hab dir gesagt, wenn du dich noch einmal blicken lässt. Ist mein Junge wieder zu Hause? Ist gut. Was? Jake ist wieder da? Gott sei Dank. Papa, bitte, ich weiß, dass ich missgebaut habe. Ich dachte, wenn ich bei Ihnen bin, könnte ich Sie davon abhalten, uns zu überfallen. Ich will niemanden verletzen. Mir egal, was du dachtest. Ich hab gesagt... Abraham Francis Finch, das reicht jetzt. Mama Scheiße! Ist Jake. Wenn ich noch ein Wort von euch höre, schält ihr das ganze nächste Jahr Kartoffeln. Seit Jahren streitet ihr euch und ich dachte, ihr könntet eure Probleme vielleicht selbst lösen. Abraham, dein Sohn ist ein erwachsener Mann. Und wenn er sich auch so verhalten soll, behandle ihn nicht mehr wie ein Kind. Jake, dein Vater und ich waren da draußen und wissen, dass es gefährlich ist. Wir möchten nur, dass du bereit bist. So, das war's. Und wenn ich jetzt noch ein Wort von irgendwem höre, dann... Was? So. Sie hat recht. Ich war ein Dummkopf. Ich kann dir gar nicht genug danken. Hier sind die Kronkorken und ein Bonus, weil du meinem Jungen geholfen hast. Ich finde, du solltest das Schwert behalten. Opa würde sich freuen, wenn er wüsste, dass damit Menschen geholfen wird. Ich abgeschlossen, aus dem Feuer. Anders kann ich es nicht sagen. Naja, du hast es ja aber geschafft. Du hast dich herausgearbeitet, ne? Ich will nur ein bisschen handeln. Sicher. So, Jakes Holoband. Das nehme ich mal mit. Saugus Dachschlüssel. Brauche ich, glaube ich, nicht. Das war ja der Schlüssel, wo wir rauskamen. Was haben wir hier, April? So, ansonsten sind die ja eigentlich ganz gut ausgestattet. Ich gehe mal hier rein. Was denen fehlt, ist Wasser und Schutz. Okay. Wasser kriegen wir hin. Schutz könnte ein bisschen problematisch werden. Dann gehe ich mal, warte mal, erstmal raus hier. Gehe aus der Rüstung raus. Okay. Und dann gucken wir mal. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Strong? Strong hören. Und zwar, nicht wegschicken. Handeln! Wieso kann ich mich nicht mit dir handeln? Hm? Was hast du auf dem Herzen? Viel laufen. Wollen mehr kämpfen. Ach so, okay.
Das ist alles. So, jetzt kann ich handeln? Jetzt geht's. Okay. Aggressotron Kopf, nein, Kleidung nicht, Hilfsmittel, diverses, Schrott. Das Zeug will ich alles haben. Wird wahrscheinlich bei weitem nicht ausreichen. Ja, gleich. Ich muss erstmal hier, Quatsch, V muss ich drücken. Das heißt, hier werde ich noch ein bisschen ausrüsten, das muss ja sein. So. Und erstmal verschrotten. Verschrotten. Lalalala. Hier liegt auf jeden Fall ein Haufen Müll rum. Dass ich das immer selber machen muss, ist natürlich doof, aber was willst du machen? So, Auto. Auto. Aha. Auto. Ein Fass. Dieses blöde Brett kriege ich nicht hin. Aber hier eine Clou. Ein Clou kann ich zerlegen. Schön, da freue ich mich. Das geht nicht. Hier haben wir noch ein paar Karren. Aha. 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 Noch was? Ja, die Felder gehen noch. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Wasser hier. Nahrung haben die scheinbar genug. Und ein bisschen Verteidigung. Mal schauen, ob ich ein bisschen Verteidigung auch hinbekomme. Oder eben nicht. Werden wir sehen. Ein Transporter. Stahl 15. Stahl haben sie genug. Ein paar Bäumchen. Ein bisschen Holz könnte vielleicht noch fehlen. Ja. Jetzt auch noch. Damit wir wenigstens, sagen wir mal, eine rudimentäre Verteidigung einfach einen hinstellen können. Der verteidigt halt. Hier ist noch ein Baum. Nochmal. Baum, Holz. Baum, Holz. Holz, Baum. Ich glaube, oben drauf dürfte nichts sein. Wäre höchst ungewöhnlich, wenn ich da oben auch bauen könnte. So, verwerten. Den Stumpfruppen auch aus der Erde. Ansonsten haben wir hier Hyokarton. Asbest. Juhu, ein Asbestkarton. Wer baut denn Kartons aus Asbest? Seid ihr bescheuert? So. Aha, Benzinkanister. Benzinkanister, Stahl, Öl. Okay, Metalleimer. Hey. So, dann gucken wir mal. Als erstes brauchen wir natürlich keine Roboterwerkbank, sondern Ressourcen, Wasser. Eine Wasserpumpe reicht. Dazu fehlt es aber an Beton und Stahl. Verdammt. Aber ich kann den Wasseraufbereiter bauen. Habe ich irgendwo Wasserproduzenten denn? Geht das hier noch gerade so? Okay. Strom könnte ich natürlich auch gebrauchen jetzt hier, wenn ich schon Wasser habe. Schutz. Herstellung. Nein. Läden, Ressourcen. Energie war hier. Ich krieg tatsächlich einen Generator hin. Nein, ich krieg keinen Generator hin. Verflixt. Ich dachte, ich krieg einen Generator hin. Na gut, okay. Wir haben schon mal einen Wasseraufbereiter. Was fehlt, ist halt Strom. Das ist vielleicht nicht so günstig. Denn Strom wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich den herbekomme. Beton ist aber... Dass die hier keinen Beton haben, ist nämlich doof. Wäre schön, wenn die wenigstens das Zeug, was man braucht, hier in der Nähe hätten. Hätte ich grundsätzlich nichts dagegen. Vor allem hier, kein Beton. Hier, lass mal die Säule looten hier. Naja, ich gucke nochmal in der Hütte. Vielleicht ist da doch noch irgendwo was, irgendwas, was man gebrauchen könnte. Ich weiß nicht mehr, was. Mutterbeeren, okay, Grill. Metalleimer, Metalleimer. Das Regal ist jetzt blödsinnig. Eingelegter Fisch. Bücherschrank. Nee. Ein Beistelltisch. Also es ist noch ein Haufen Zeug, was man hier mitnehmen könnte. Das werde ich jetzt mal machen. Lass Menschenschrott liegen. Sei nutzlos. Na, vielleicht brauche ich es noch. Weiß nicht genau, was ich brauche, aber irgendwas brauche ich. Und das wird jetzt so hier zusammengesammelt. Ich hoffe mal, das reicht. Wenn nicht, dann muss ich irgendwie nochmal hierher und irgendwie das Wasser aufbereiten. Ja, wie gesagt, Schutz kriege ich durch Holz hin. Das ist kein Problem, das kriege ich hin. Schutz kriegen wir hin. Was ich nicht hinkriege, ist, wenn hier nicht ist, was ist. Ist es nicht so? Ah, jetzt bin ich überladen, natürlich. R, T, gesamten Schrott lagern. So, und jetzt gucken wir nochmal. V.
Energie. Kann tatsächlich einen bauen? Nein, kann ich nicht. Mir fehlt ein verdammtes Zahnrad und mir fehlt ein bisschen Kupfer. Verdammt mich. Ich habe hier nur so eine Werkbank. Was brauche ich denn für eine Herstellung? Herstellung. Was brauche ich denn für eine Dings? Da brauche ich auch Zahnrad, Kupfer, Schrauben. Wozu braucht man das Zeug? Verdammt mich. Naja, na gut, dann werde ich mich da offscreen vielleicht, oder? Vielleicht offscreen drum kümmern? Ich weiß es nicht. Oder lasse ich die einfach hier so verrecken? Das wäre es ja. Ich bin voll nett. Hier ist auch kein Zahnrad drin. Nichts, was irgendwie zahnradmäßig, nichts, was irgendwie eine Schraube ergeben könnte. Außer eben dem bisschen Wasser hier. Das ist doof. Finde ich jetzt persönlich. Ich habe da endlich was gefunden, aber nein. Wisst ihr was? Ich versuche das jetzt offscreen noch hinzukriegen. Das war auf jeden Fall die letzte Folge von dieser Aufnahme. In der nächsten Aufnahme geht es dann weiter. Dann ziehen wir weiter durch die Gegend. Zeige ich euch natürlich noch, was hier entstanden ist. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.